Hallo zusammen, unser neuer Katalog ist da. August 2022. Ich habe meine Krücke wieder dabei, aber so zum Stehen ein bisschen reicht's. Was ist grundsätzlich neu an dem Katalog? Nicht viel gegenüber dem Vorgänger. Es gibt ein Produkt mehr, da komme ich nachher dazu. Die Preise komme ich nachher dazu, aber wenn euch Kühlschränke 12 Volt für Boden interessiert, lädt euch den Katalog runter, den verlinke ich euch unten im Beschrieb. Und dann schaut euch einfach mal das an, was in diesem Katalog zwischen den Zeilen steht. Zum Beispiel auf Seite 44, die Reise mit dem Molekül R134a. Vielleicht versteht ihr dann, was in einem Kühlsystem funktioniert. Dann, wie entsteht Spannungsabfall? Wie kann ich den messen? Netzgeräte und Vorrangschaltung, die Geschichte über Dampfos. Und ganz wichtig ist, 80% der Störungen, das steht hier in diesem Katalog, die könnt ihr unten euch runterladen. 80% der Störungen sind auf mangelnde Stromversorgung zurückzuführen. Leider ist es so, dass Kühlschränke zu dünn verdrahtet werden. Ich sage es immer, ein Elektriker, der hat zu Hause oder bei sich oder wo er misst, 240 Volt. Und bei so einem 12 Volt Kühlschrank haben wir 12 Volt. 12 Volt heißt 20 mal weniger Spannung. Ganz einfach. Aber wenn ich natürlich 20 mal weniger Spannung habe, habe ich 20 mal mehr Strom. Das heißt, ich brauche 20 mal dickere Kabel. Ich habe hier einen Kühlschrank gekriegt, ein Muster aus China. Der hat hier, vielleicht angeschrieben auf dem Kabel, wahrscheinlich nicht. Das ist ein Quadratkabel. Absolut zu dünn. Absolut nicht ausreichend. Der Elektriker, der 20 mal mehr Spannung hat zu Hause, 240 Volt, der kann das mit dem, würde es nicht verdrahten. Er würde einen Kühlschrank mit 1,5 Quadratkabel anschließen. Aber bei 12 Volt brauchen wir 20 mal dickere Kabel, weil wir 20 mal mehr Strom haben. Das heißt, so ein Kühlschrank sollte man statt mit 1 Quadrat mit einem 20 oder wenigstens einem 25 Quadratkabel verdrahtet. Ist zu viel, weil der Kühlschrank zieht nicht diese Leistung. Aber die Länge in Meter von der Batterie bis zum Kühlschrank, also hier der Kompressor, diese Länge sollte in Meter, sollte den Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Und jeder Schalter dazwischen noch mit einem Meter dazurechnen. Dann habt ihr eine vernünftige Verdrahtung und wahrscheinlich auch diese Sorge nicht. Wie man den Spannungsabfall misst, das seht ihr in diesem Katalog drin, den ich euch unten verlinke. Ja, ich komme zu diesem Kühlschrank hier, also eigentlich nicht zu dem, in unserem Katalog drin auf Seite 41 habe ich den Slim 90. Das ist relativ ein schmaler Kühlschrank. Wird jetzt viel eingebaut in Wohnmobil. Aber das ist nicht der Slim 90. Das ist ein Mitbewerberprodukt aus China direkt. Ja, es ist eigentlich alles dran, was man braucht. Ich mache euch im End ein Video über den Slim 90, der ist jetzt also neu im Sortiment. Und der Slim 90, der hat einen Preis von 1140 Franken.
Bis Juni waren das dann auch 1140 Euro. Und jetzt sind wir bei 1243 Euro. Das Problem ist, das sind etwa 8% mehr, ich habe es nicht ausgerechnet. Der Euro sinkt wie eine Weichwährung. Wir haben immer höhere Transportkosten, zum Beispiel so ein Container. Wenn ich jetzt mittlerweile einen Container von China bis hierher bestelle, bis er hier abgeladen ist, kostet mich ein Container mittlerweile 20.000 Franken. Oder fast Euro. Ein bisschen mehr. Durch das habe ich höhere Transportkosten. Dann der Schweiz, wir haben den Schneider Ammann. Das war mal so einer. Und der hat mit den Chinesen Freihandelsabkommen ausgehandelt. Also wir können ohne Zoll nach China liefern und wir können ohne Zoll in die Schweiz importieren. In Deutschland habe ich mittlerweile 4,5% Zoll auf chinesischen Kühlschränken, Kühlboxen und so weiter. Wenn es mir dumm geht, habe ich dann sogar 8%, wenn es als ölbefülltes Maschinenteil deklariert wird. Und da ist man ja der Willkür des Zollamts gnadenlos ausgeliefert. Zweitens kommt dazu, als der Kurs noch irgendwo 1 zu 20 war, da hatten wir schon einen Kurs 1 zu 1 zum Euro. Wir haben auch eine andere Mehrwertsteuer. Bei uns haben wir 7,7% Mehrwertsteuer. Man will jetzt eine Abstimmung machen, AHV-Revision, da soll die Mehrwertsteuer angehoben werden um 0,4% zugunsten Alters- und Hinterbliebenenversicherung, also die Rente. In Deutschland haben wir 19% Mehrwertsteuer, das ist relativ wenig. Da wird jetzt diskutiert, ob sie auf 23 hoch sollen. Aber auf dem Einzug sagt man dann, man macht eine Gasumlage, ob sie da die Mehrwertsteuer erheben wollen drauf. Also jede Subvention, ich sag mal, wenn ein Bauer 1000 Euro Subvention kriegt aus irgendeinem Grund, dann müssen die ja irgendwo herkommen. Aber es müssen nicht 1000 Euro oder Franken irgendwo herkommen, sondern in der Regel das Doppelte. Das heißt, das wird dann direkt, kostet das dann 2000 Euro Steuern. Oder es gibt eine Umlage, zum Beispiel eine Gasumlage oder eine Umlage über eine Abgabe für irgendwie eine Umweltabgabe, die dann da reinfließt. Oder eine Stromabgabe oder halt ein Zoll. Das ist ja eigentlich auch eine Umlagegebühr. Oder es wird ganz einfach mehr Geld gedruckt, dann sind wir auch wieder beim neuen Schuldenmachen. Also jede Subvention, jede Umlage kostet den Steuerzahler oder der ein bisschen Rente angespart hat Geld. Da kann man nichts machen und die Bürokratie steigt im Schnitt alle 10 Jahre um das Doppelte. Ja, das ist der neue Katalog in der Schweiz, die gleichen Preise wie der letzte und der neue Katalog 8-12% mehr, also ein bisschen unterschiedlich in Deutschland, weil wir eben in Deutschland viel mehr Abgaben haben, viel mehr Steuern, viel mehr Bürokratie als in der Schweiz, nur da sind wir in der Schweiz auch nicht viel besser. Und wichtig ist in diesem Katalog, lies mal das durch, was zwischen den Geräten steht und nicht der Preis, könnt ihr anschauen. Einfach die Information zu Kühlgeräten, ihr könnt den Katalog bei uns abholen oder an der Messe mitnehmen, die nächste ist in Bern, Caravan-Messe, oder ihr könnt ihn gratis unten downloaden als PDF. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich verlinke euch den neuen Kühlschrank, der hier drin ist. Habe ich schon ein Video gemacht, den Slim 90, hier oben.
Und der größere Bruder hier unten, der Slim 150, der ist auch im Katalog. Und ich nehme jetzt meine Krücke und gehe wieder und wünsche euch einen guten Tag.